Es gibt gerade einen unfassbar gruseligen und mysteriösen Vorfall, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte und der jetzt gerade, viele Jahre nachdem er passiert ist, auf einmal im Internet wieder viral geht. Ich möchte heute auch einmal mit euch über das Verschwinden von Gabriela Jiménez reden. Dies war ein mexikanisches Supermodel, das 2009 gefilmt wurde, nachdem sie eine Party verlassen hatte. Und in diesem Video sagt sie unfassbar verstörende Dinge. Und direkt nachdem sie eben diese verstörenden Dinge gesagt hat, ist sie seitdem spurlos verschwunden und niemand hat jemals mehr etwas von ihr mitbekommen. Die gesamte Geschichte von Gabriela Jiménez und was hier alles dran ist, möchte ich euch gerne einmal genauer erklären. Zunächst einmal Folgendes. Im Jahr 2009 war Gabriela Jiménez ein relativ bekanntes Supermodel in Mexiko gewesen. Sie hatte viele unterschiedliche Jobs gehabt, konnte also quasi ein sehr großes Repertoire an Modelangeboten nachweisen. Diese ganzen Modelaktivitäten, die sie hatten, gab ihr einen gewissen Starruhm. Und so hatte sie auch Kontakt mit vielen reichen und mächtigen Personen in Mexiko. Und so kam es im Jahr 2009 dazu, dass sie auf eine Party eingeladen wurde in einem Luxushotel. Und zu diesem Zeitpunkt war auch noch alles schön und gut gewesen. Gabriela Jiménez war zuvor nie irgendwie seltsam aufgefallen. Man wusste nichts Merkwürdiges von ihr, man dachte einfach nur, sie wäre eine junge, erfolgreiche Frau, die eine noch ganz große Modelkarriere vor sich haben würde. Doch an diesem besonderen Tag, wo eben genau diese Party stattfand, sollte ihre ganze Karriere und ihr ganzes Leben drastisch geändert werden. Denn weil bei dieser Luxusparty im Inneren viele reiche und bekannte Leute aus Mexiko gewesen sind, versammelten sich vor dem Gebäude unterschiedlichste Paparazzi. Sie wollten eben einen Schuss, ein Bild kriegen von den Leuten, die auf die Party gehen oder vielleicht im betrunkenen Zustand die Party wieder verlassen. Mit anderen Worten, sie warteten einfach darauf, Geld zu machen und Leute abzulichten. Doch als der Abend dann immer und immer später wurde, kam auf einmal eine Person raus, und zwar Gabriela Jiménez, und das in einem roten T-Shirt mit den Worten Yum Yum drauf. Eine sehr seltsame Kleidungsauswahl, wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich eine sehr edle, luxuriöse Party gewesen ist, und soweit wie ich recherchieren konnte, gibt es auch keine Information, dass sie diese Kleidung anhatte, als sie zur Party hingegangen ist. Auf jeden Fall kam sie mitten in der Nacht mit diesem sehr merkwürdigen T-Shirt wieder nach draußen, aber das Seltsamste war nicht ihre Kleidung, sondern der Zustand, in dem sie gewesen ist. Denn Gabriela war absolut panisch gewesen. Sie schrie rum, bat um Hilfe und sagte, dass sie jetzt alles eingesehen hat, dass sie jetzt versteht, was passiert ist. Gabriela spricht eben zu den Paparazzi und sagt, dass sie 2001 einige Zeit lang in Mexico City, der Hauptstadt von Mexiko, gefangen gewesen ist und dass sie eben seitdem engen Kontakt mit besonderen, einflussreichen, mächtigen Personen hatte, die teilweise in der Politik arbeiteten. Sie guckt die Leute an, die Paparazzis, die sie gerade filmen, und spricht dann ganz klar davon, dass sie mit Sicherheit bezeugen kann, dass eben diese Leute an unterschiedlichsten Morden involviert gewesen sind. Sie spricht zum Beispiel so davon, dass eben besondere Hitmen, besondere Kopfgeldjäger engagiert wurden, die einen ehemaligen, sehr beliebten Politiker aus Mexiko beiseite geschafft haben sollen. Diese Vorwürfe spricht sie vor allem dann an, als auf einmal zwei seltsame, in Schwarz gekleidete Männer an ihr vorbei zur Party gehen wollen und sie diese Männer sieht, auf einmal panisch zurückschreckt, auf sie zeigt und sagt, ihr wart es gewesen, ihr seid die Person, die damals eben diesen mexikanischen Politiker umgebracht hat. Sie schreit diese Männer an, die eben sehr seltsam langsam an ihr vorbeigehen, aber auch immer wieder zurückkommen. Diese Leute sind also nicht direkt einfach auf die Party gegangen durch den Haupteingang, sondern sie bewegten sich grob in der Nähe dieser jungen Frau, die scheinbar wirklich Angst vor diesen Männern hatte und deswegen langsam immer weiter zurückwich. Doch sie ging sogar noch viel, viel weiter. Denn nicht nur sollen diese reichen Personen, mit denen sie Kontakt hatte, involviert bei gezielten Ermordungen gewesen sein, sondern sie sollen auch aktiv Menschen entführen und deren Fleisch essen.
Gabriela spricht davon, dass die Leute da drinnen nach Menschenfleisch stinken, dass sie eben gezielt Leute suchen, diese mitnehmen und dann ihr Fleisch verspeisen, dass sie eben das Fleisch von den Knochen der Opfer runternagen. Sie spricht auch ganz klar an, dass sowohl eben das britische Königshaus diese Sachen machen soll, als auch ein Königshaus hier in Deutschland. Sie spricht eben davon, dass die Königin oder die Prinzessin von Deutschland ebenfalls involviert ist an eben diesen schrecklichen Machenschaften. Das heißt, auch Deutschland, auch Großbritannien sollen im großen Stil, laut Gabriela, involviert sein in diesen gigantischen Menschenhandelring, der letztendlich zu kannibalistischen Verkäufen führt. Es soll also laut ihr einen gigantischen Ring geben, der gezielt Menschen entführt und diese dann an Reiche und Mächtige gibt, damit diese sie fressen können. Gleichermaßen wird hierbei auch immer spekuliert, dass sie nicht einfach irgendwelche Personen meint, sondern dass gezielt Kinder entführt und verspeist werden. Denn dies ist tatsächlich ein Punkt, den viele Leute in der Vergangenheit vorgebracht haben, die angeblich sagten, sie hätten geheime Informationen über die Reichen und Mächtigen auf der Welt. Denn immer wieder haben Leute dann die Verschwörungstheorie verbreitet, dass reiche und mächtige Personen gezielt Jagd auf Kinder machen, um dann deren Fleisch zu essen. Angeblich als eine Möglichkeit, für immer jung zu bleiben, weil das Fleisch und Blut von Kindern sie jung halten kann. Dies ist eine sehr, sehr bekannte Verschwörungstheorie und auch Gabriela hat damals eben genau diese Verschwörungstheorie verbreitet. Zumindest so weit, dass sie gesagt hat, dass diese Reichen und Mächtigen, bei denen sie drinnen waren, Menschenfleisch zu sich genommen haben. Nachdem Gabriela also all diese seltsamen Mitteilungen machte, nachdem sie eben panisch all diese Dinge erzählte, kam eine Polizistin und nahm Gabriele mit. In dem Moment, wo die Polizistin sie abführt, wird sie nochmal wieder panischer, sagt, dass sie bitte nicht mitgenommen werden will, dass sie eben da schon war, in einem Krankenhaus, das nicht genauer genannt wurde, und dass sie die ganze Zeit so tun, als wäre nichts passiert. Gabriela hat also auch Angst vor der Polizei, weil die Polizei scheinbar mit den reichen Leuten unter einer Decke steckt. Kurz danach wird Gabriele eben abgeführt und seit diesem Tag im Jahr 2009 ist Gabriele wie vom Erdboden verschluckt. Seit diesem mysteriösen Vorfall, wo sie davon gesprochen hat, dass mächtige Personen Menschenfleisch essen, hat man sie nie wieder gesehen oder gehört. Es gibt nur eine einzige Person, die allerdings anonym bleiben wollte, die behauptet hat und sich damals meldete, dass sie Kontakt mit Gabriele hatte. Und zwar hat diese Person eben gesagt, dass sie das Model in der Haft besucht hatte. Sie war also zu diesem Supermodel gefahren und hat versucht, ein Interview mit ihr zu führen, weil die Person selbst, die eben das Ganze jetzt sagte, nur von sich behauptete, Jura studiert zu haben und deswegen sich mit diesem Fall beschäftigte. Gabriele, die erst seit kurzer Zeit im Gefängnis saß, sagte dann eben, dass unterschiedlichste Menschen tot sind, dass wir alle dem Tode geweiht sind und viele andere kryptische und mysteriöse Dinge. Man merkte aber ganz klar, dass sie dieses Interview, dieses Gespräch überhaupt nicht führen wollte. Sie wollte eigentlich ihre Ruhe von der ganzen Sache haben. Am nächsten Tag kam dieser junge Jurastudent nochmal zurück, um erneut mit ihr zu sprechen, um noch mehr Namen abzufragen. Aber als er dort ankam, war Gabriele verschwunden. Er war verwirrt, weil ihm zuvor nicht gesagt wurde, dass sie am nächsten Tag verlegt werden sollte, also fragte er einige der Polizisten, die dort eben auf der Wache arbeiteten. Doch als er sagte, er wolle Gabriele wieder treffen, lachten diese Polizisten ihn nur aus und sagten, dass sie nie existiert hat. Mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht sagten die Polizisten, dass Gabriele nicht existiert und solange eben die Polizei und die anderen Leute sagen, sie existiert nicht, wird es auch niemals einen Nachweis von ihr geben. Es ist also quasi die Aussage, sie existiert nicht mehr und für dich wäre es das Beste, wenn du das Ganze so akzeptierst und nicht weitere Nachfragen stellst. Der junge Jurastudent bekam daraufhin eine unfassbare Gänsehaut und verließ sofort die Wache. Er hat nie wieder Kontakt mit Gabriele haben können, genauso wie auch kein anderer Mensch auf der Welt jemals wieder das Supermodel zu Gesicht bekommen hat. Und das ist grundsätzlich der Punkt, an dem wir jetzt sind. Niemand weiß, wo Gabriele ist. Obwohl es unterschiedlichste Personen gegeben hat, die versuchten, das Ganze nachzuforschen, fanden sie niemals eine wirkliche Spur. Auch Nachrichtenartikel im Internet zu Gabriele sind im Laufe der Jahre immer und immer wieder angeblich laut manchen Leuten strategisch gelöscht worden.
Viele Leute behaupten, dass Folgendes hier passiert ist. Dass Gabriele unter einer Art Gedankenkontrolle stand, dass sie eben Macht auf sie ausgeübt haben und an diesem Tag auf der Feier ist sie eben plötzlich aufgewacht, wie viele Leute es nennen. Dass sie also auf einmal gesehen hat, was dort wirklich um sie herum passiert, dass dieser benebelte Zustand der Gedankenkontrolle auf einmal aufhörte zu wirken. Und als sie eben sah, was für ein Chaos, was für schreckliche Dinge um sie herum passierten, ging sie raus und versuchte einfach nur von irgendwem Hilfe zu kriegen und diese Botschaft mitzuteilen. Die Leute vermuten also quasi eine Verschwörung, in der Gabriele einfach nur all diese Sachen wirklich wusste, versuchte diese mit der Welt zu teilen, aber weil sie diese Dinge mitteilte, wurde sie dafür aus dem Weg geräumt und umgebracht und deswegen kann man sie heutzutage nicht mehr ausfindig machen. Es gibt aber natürlich auch noch eine andere logische Erklärung, die aber nicht alles erklären kann. Denn wenn man sich dieses Video ansieht, kann man auch durchaus davon ausgehen, dass vielleicht Gabriele eine psychische Krankheit gehabt hat oder eben einen Anfall, der zum Beispiel durch Drogen ausgelöst worden sein kann, hier bekam. Denn man muss ganz klar sagen, dass sie in einem sehr merkwürdigen Zustand ist und auch sehr merkwürdige Dinge sagt. Wie gesagt, sie wirft Kannibalismus dem britischen Königshaus vor, einer deutschen Prinzessin, wo nicht genau geklärt ist, wer das überhaupt sein soll, und auch Mickey Mouse wirft sie das Ganze vor. Sie erwähnt namentlich Mickey Mouse, nicht Disney oder so, sondern gezielt nur diesen Cartoon-Charakter. Auch die anderen Sätze, die sie sagt, scheinen teilweise zusammenhangslos zu sein. Das kann man natürlich darauf beziehen, dass sie Panik hat in diesem Moment. Andererseits könnte es auch ein Argument dafür sein, dass sie eben unter dem Einfluss von Drogen steht. Warum sie danach aber verschwunden ist und nie wieder gesehen wurde, ist nicht genauer bekannt. Es gibt tatsächlich keine weiteren Merkmale von ihr. Ich kann euch keine abschließende Antwort zu diesem Thema bieten. Ich glaube persönlich, dass Gabriele vielleicht wirklich Drogen genommen hat auf dieser Party, so wie es auf solchen Partys wahrscheinlich nicht selten passiert, und daraufhin eben eine Psychose bekam und diese Dinge dann mitteilte, obwohl sie gar nicht wahr waren. Es war also quasi eine Halluzination, die sie hatte. Gleichermaßen kann es natürlich trotzdem sein, dass sie vielleicht Dinge wusste, die wir nicht erfahren sollten und deswegen aus dem Weg geräumt wurde. Eure Meinung zu diesem ganzen gruseligen Vorfall würde mich sehr interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns aber hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.